Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Acid Bass und Zappeln von DJ Reckless und MC Bomber in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und der Vinyl, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Acid Bass und Zappeln von DJ Reckless und MC Bomber, das Ganze am 27. März erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, so sieht das Ganze aus. Wir werden als erstes mal die Folie abmachen. Wir haben hier eine Vinyl und zwar haben wir hier eine EP auf Vinyl. Selten aber doch gibt es das, dass man nicht nur Alben auf Vinyls packt, sondern auch eine EP. So, wir machen mal die Folie ab und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Also, wir haben hier das Cover. Ganz oben lesen wir einmal das Label Nordachse Cash Group präsentiert. DJ Reckless und MC Bomber, Acid Bass und Zappeln. Dann haben wir hier die beiden Interpreten abgebildet. MC Bomber hier mit einem etwas verformten Kopf. DJ Reckless hier, ja, regulär würde ich sagen. Dann lesen wir hier noch die Features. Also Tiger, Shake One und Frauenarzt sind mit drauf. Und hier unten rechts haben wir dann noch eine Basswarnung. So, auf der Seite lesen wir ebenfalls DJ Reckless und MC Bomber, Acid Bass und Zappeln. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier auf der A-Seite 3 Tracks und auf der B-Seite auch nochmal 3 Tracks, bedeutet 6 insgesamt. Auf dem Track Berlin bleibt Nummer 1 das Feature von Tiger und auf dem Track Nutten und Zaster das Feature von Shake One und Frauenarzt. Dann haben wir hier noch die weiteren Credits, also wer hat produziert, gemixt und gemastert, all das können wir sehen. Popcorn, Nordachse Label, Logo und dann haben wir hier rechts noch einen Barcode. Der ist allerdings hier aufgeklebt. So, dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier eine Vinyl und sonst weiter nichts, also kein Downloadcode oder CD dabei. Die Vinyl kommt hier in einer weißen Papierhülle. Sieht so aus. Und die Vinyl. So, sieht so aus. Also klassisch in Schwarz gehalten. Allerdings die Mitte, die ist dafür umso bunter. Sieht echt aus wie so psychedelische Erfahrungen, die man hier macht. DJ Reckless und MC Bomber A. Also die A-Seite mit den 3 Tracks. Und auf der Rückseite haben wir dann die B-Seite mit den restlichen 3 Tracks. Jawohl. Dann packen wir die Vinyl wieder zurück in die Hülle. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Die eben gezeigte Vinyl mit der A- und B-Seite, insgesamt 6 Tracks und 3 Features. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition. Acid Bass und Zappeln von DJ Reckless und MC Bomber. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der EP bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr DJ Reckless und MC Bomber unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.